Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, geschätzter Herr Landesrat, liebe Kollegen, Kolleginnen aus dem Nationalrat, aus dem Parlament, sehr geehrter Herr Dechant, verehrte Vertreter der Freiwilligenorganisationen, die Sie von der Frau Bürgermeisterin so sachkundig begrüßt wurden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst einmal sehr, sehr herzlich bedanken für den freundlichen Empfang hier in Wörgl an einem wunderschönen Tag. Und ich möchte sowohl der Frau Bürgermeisterin als auch dem Herrn Dechant, also ich möchte eng versichern, dass ich in keiner Weise verwirrt bin. Ein Bundespräsident darf sich auch nicht so leicht verwirren lassen, schon gar nicht von der Frage, ob er auf einem schönen oder auf einem anderen, vielleicht noch schöneren Platz empfangen wird. Der Besuch hat sich ergeben, weil ich in diesen Tagen in Tirol mehrere Veranstaltungen besucht habe und sich auch die Möglichkeit rein vom Termin ergeben hat, Wörgl wieder mal zu besuchen, denn ich kenne Wörgl doch einigermaßen gut, habe oft hier an Diskussionen oder Veranstaltungen, wie sich das halt so im Laufe der Jahrzehnte ergibt, teilgenommen. Aber es ist wahr, als Bundespräsident freue ich mich, heute hier sein zu können. Und wenn ich noch dazu höre, dass der letzte Besuch in den 70er Jahren war, dann kann man sagen, ist höchste Zeit. Und wenn es noch dazu so ein schöner Sommertag ist, überhaupt. Für das bevorstehende Stadtfest wünsche ich Ihnen den besten Erfolg. Stadtfeste in Tirol sind immer so organisiert, dass wirklich was los ist und dass wirklich ein buntes Treiben, ein buntes Beisammensein dadurch ermöglicht wird. Aber es ist schon gesagt worden, es war mir auch ein Wunsch, den Freiwilligenorganisationen meinen Respekt und meine Anerkennung auszudrücken. Wir haben heuer das Jahr der Freiwilligen. Es hat unlängst im Steirischen Landtag eine Festsitzung zu den Tätigkeiten der Freiwilligen stattgefunden, um diese zu ehren. Ich war dort eingeladen, habe ein paar Worte gesagt, habe mich vorbereitet, war wirklich beeindruckt, schwarz auf weiß anhand von Zahlen zu sehen, wie viele Organisationen wir haben, wie viele Menschen allein etwa bei den Freiwilligen Feuerwehren, bei Rettungsorganisationen tätig sind, wie viele Menschen im kulturellen Bereich freiwillig und kostenlos tätig sind, wie viele das auch auf dem Bereich des Gesundheitswesens und des Sportes tun. Im Grunde kann man sagen, dass etwa 2 von 5 erwachsenen Österreicherinnen und Österreichern in irgendeiner Form zum Gemeinschaftsleben und zur Entwicklung unserer Gesellschaft beitragen. Das ist unverzichtbar, das ist unendlich wertvoll und dafür ein herzliches Dankeschön und auch ein guter Wunsch für die weitere Tätigkeit, die Ihnen Freude machen soll. Denn das spüren Sie ja, wenn Sie anderen Menschen eine Freude machen, sich andere Menschen freuen, dann fließt das zurück, dann freuen sie sich selber darüber, dass sich andere freuen. Länger darf ich Sie bei diesen Temperaturen im Sonnenschein, zumindest einen Teil von Ihnen, nicht aufhalten, aber nehmen Sie noch einmal beste Grüße von mir entgegen. Ich habe auch gleich eine nicht nagelneue, aber relativ neue Bürgermeisterin besuchen können und einen temperamentvollen geistlichen Herrn. Und somit, was immer jetzt in den nächsten 2 Stunden passieren mag, ich betrachte meinen Besuch schon als erfolgreich. Dankeschön.